Haben wir es nicht mehr so designt, dass man hier zwangsweise den ganzen Quatsch durch muss? Du kannst häufig außen rumlaufen. Du musst auf jeden Fall nicht so viel durch das hohe Gras laufen wie in vielen anderen Pokémon-Spielen. Wo du wirklich gezwungen warst, durch weite Teile hohes Gras zu laufen. Hier ist hier der Pokéstop-Dude. Wow, dies Viech wieder. Kann ich das wechseln, ohne dass das stirbt? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Oh, das tut mich auch nicht weh. Aua. Ah, jo, tot. Dies Vieh ist stark as fuck aktuell. Das ist nur Level 7. Ich hätte gar keinen Beaver. Jo, jo, ho, ho. Ich kann es einmal versuchen. Aber bestimmt schon mal stirbt mein Shiggy jetzt. Immer zwei Hits, ne? Aber. Ja. Fängt. Ist doch kacke! Das ist doch absoluter Mist. Ich will meine Vieh nicht sterben lassen. Yo! Es hittet! What it is einfach! Ach komm. Ich hab die Pause genommen, bin genau wieder da, wo ich vorher war. Sogar noch weniger das Gift. Das ist so dumm. Das Ding ist unfassbar stark. Das will hier wegrennen. Ich bin hier gerade. Ich will zurück, Mama. Mama! Die hauen mich. Das sind ja gerade vier von meinem Pokémon zerlegt. Ich will nicht. Die hauen mich einfach kaputt. Das ist Beaver. Level 7. Besiegt halt jede Menge. Deswegen hätte ich auch gern Beaver. Hey, kannst du mir einen Booty zeigen? Das ist ein Booty. Will ein Booty sehen? Boah, Umo, das Ding kenne ich nicht. Knospi auf Deutsch. Kenne ich nicht. Nee. Das ist kein Booty. Oh. Brauche ich wohl Blitz. Um hier. Ich gut zurecht. Oh. Four of them. Hab ich jetzt bekommen? Honeyberry. Makes it more friendly but lowers its base special attack. Calypso Berry. Similar Pokémon makes it more friendly but lowers its base attack. Aha. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das bedeutet. Was ich von einem freundlicheren Pokémon habe. Wird das ein besser auf mich oder was? Mit denen sprechen wir lieber nicht. Das ist ganz schön tricky hier. Wo geht's denn überall hin?
Okay, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, wir finden ihn da raus. Gut, wir gehen mal abzweigen. Nee, war doch nicht. Doch, keine Abzweigung, Fehlalarm. Wie viele tote Enten es hier gibt. Hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Genau. Okay, noch ein totes Ende. Geht's denn hier hin? Achso. Ist einfach für nichts. Gibt einfach nichts. Mit Blitz würde man hier mehr sehen. Aber Blitz ist dann noch ein ganzes Stück hin. Und ich will jetzt wissen, was hier ist. Hup, nix. Hier ist überall nix, da oben wieder Leute. Leute in der Dunkelheit. Ich sehe sie schimmernd. Nein, ich sehe das Gefühl, bin ich im Kreis gelaufen. Halt, stopp. Hier gab es keine Abzweigung, genau. Auch keine Abzweigung. Kann man die Dinger zerschneiden? Vielleicht auch die Pilz-Dings später? Die sehen so komisch aus. Geht nicht weiter, oder? Ah, okay. Bedingt. Wie groß ist denn dieser Baum? Was zum? Ich habe den Verdacht, ich habe mich verlaufen. Ah, verdammt. Das ist eine Erika, warum ist die rot? Warum ist Erika rot? Das ist ein Player-Killer. Acht. Kurapa-Berry hilft. Macht es freundlich, aber tut die Special-Verteidigung reduzieren. Und die Qualot-Berry macht es freundlich, aber lässt die Base-Verteidigung reduzieren. Ich kann nicht im Kreis laufen, okay. Verdacht, hier war ich auch schon. Ja, hier war ich schon. Also, wieder zurück. Bin ich aber hier links mitgelaufen und nicht da rechts. Wieder hier an dem Rand, wie vorhin schon war. Ich muss irgendwie wieder rausfinden. Rausgefunden habe ich aber eigentlich nur, indem ich nach unten gelaufen bin. Einfach nur noch unten. Da oben noch ein Abzweig, oder? Ist noch mal rechts. Ach, das war da wohl, glaube ich, nichts bemerken. Ich ging hier weiter. Ging nicht weiter. Wir laufen wieder nach unten und gucken, ob wir da wieder rauskommen. Ich glaube, wir können noch einen anderen Weg irgendwo hinfinden. Servus, da ist jemand. Guck. Bin mir nicht sicher. Tutor Headbutt. Having fun with this Pidgey. Er hat gerade einen Topsy geklaut. Warum? Den muss ich aber irgendwie doch besiegen dürfen, damit ich da wieder draußen.
Tattoo da drin ist, ist aber auch fies. Okay, gehen wir raus. War gut zu wissen, dass der Kopfnuss reanimiert ist. Tackle! Einmal mit dem Kopf dagegen hüpfen oder mit dem Körper dagegen hüpfen. Ein zweites Mal fällt um. Ein Punkt, oder? Okay, das ist aber echt wenig. Wir haben mit Ash reden. Hey, ich bin Ash. Ich suche mehr Pokémon. Lass uns kämpfen, um die Zeit zu vertreiben. Aua! Nein! Nein! Oh! Oh oh! Na den, ha? Fällt mit dem Absauger? Aber ich diese. Aua! Ja, das überlebe ich nicht, glaube ich. Ja, nein. Der macht mich jetzt wieder rund. Der macht mich komplett rund. Und dann geht nicht beim Trainerkampf. Raus! Wenn ich hier irgendwas einsetze von meinem Stärke, der hat einfach so einen blöden Elektroattacken. Oh Mann. Ich will nicht immer ruckzuck hieben. Hätte ich mir jetzt noch eine Chance gehabt. Wenn ich jetzt das mache, ist halt sofort Elektroattacke im Moletten. Ja, danke schon. Die ist halt keine komplett blöde. Nee, ich will keine KI, genau. Keine komplett blöde KI. Ich muss gleich noch den Herd nochmal. Ja, bzzzp. Und dann Shigi auch. Und er hat noch zwei Arten. Ich war dumm! Ich war so dumm! Kann ich weglaufen? Dann kann man natürlich mit dem Trainer sein. Das wäre ein Wunder, das zu überleben. Oh, Wunder ist passiert. Kann ich noch ein bisschen mehr Schaden machen, mehr aber nicht. Ja, ich bin ja mal tot, ne? Wird nur ein Blackout. I want the Pokémon Battle. Moment mal. Oh, der, ach so. Ah, jetzt sind wir hier. Warum bin ich in der gelandet? Na. Ja, gut. Hab ich Geld verloren? Ich hoffe nicht. Das wäre doof. Okay, erst nicht nochmal ansprechen. Merken. Dumme Idee. Der haut auch nicht rein. Wer bist denn du? So, hier, du willst irgendwie noch kämpfen, oder? Guck mal, was du kannst. Ist dein Pokémon, der nicht von Kanto ist? Das ist eigentlich nicht von Kanto, da hast du recht. Das ist der sehr korrekte Kanto. Und nochmal zurückgekickt. 32 Pokédollar. Und er hat nur einen gehabt. Aber das ist schwach, ja. Es ist zwar nicht von Kanto, aber es ist schwach. Guck, guck. I might be. Ich bin vielleicht klein, aber deswegen heißt es nicht einfach Kampfwert, ja? Nee, ich will nicht, dass du mir einfach einen Kampf bietest. So. Freundesding, Bats. Ja gut, Kokuna ist nicht das schnellste. Das schnellste Pferdchen im Stall.
Und Point Sting. Und gewonnen. Okay, Pokémon 88 XP. Ha, meins kann aber vergiften. Und deins kann nur das blöde Hartner. Da 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 da. Ja, und immer von vergiftet. Der Kokuna ist viel besser als dein blödes Saftkorn. Dann habe ich ein bisschen, weil ich die Besetzung ausgedacht habe. So, du wirst von Kokuna besiegt. Ja. Nichts hat geklappt. Ja, mit der Katze kann. Da müssen wir wechseln. Da müssen wir wechseln, sonst schluckt mein Koko. Fickle! Fickle ist tot! Patz! Das hat hier eine Attacke super stark. Base Stats von dem Mann. Wachsen sich super schnell. Special Attack. Krass. Was hat er hier? Achso. Ut, ut. Ut, ut macht. Ut, ut. Wieder vergiftet, Mann. Das nervt. Ich weiß gar nicht, kann ich nicht sogar schon rechts rausgehen? Theoretisch. Oder hält er mich hier auf, weil ich noch nicht die Arena gemacht habe? Ich soll erst Rocko besiegen. Okay, vorher darf ich nicht rechts raus. Das ist voll doof. Was macht ihr hier? Ich wünsche nur, niederen würde auf mich hören. Das ist so nervig und schwer zu kontrollieren. Auch Pokémon ist ein Außenseiter. So ist. Finicky. Was ist Finicky für ein Wort? Dikt.cc. Wir lernen heute Vokabeln mit Pokémon. Und oh, wir müssen natürlich auch richtig schreiben, nicht so rum. Dikt.cc. Finiki. Pingelig. Das ist oder Etepetete. Das ist pingelig ein Herz zu kontrollieren. Okay. Außer der Pokémon bekommt man, wenn man Hand. Sie wachsen schnell, aber sie ignorieren untalentierte Trainer sozusagen. Ja, man braucht dazu Orden. Ja, okay, das wusste ich schon. Wo geht's hier hin? Bin ich jetzt hier? Officer, Leutnant an und Officer. Das sieht hier links unten, das sieht aus wie der. Ja, aus dem mittleren. Das ist jetzt Gefängnis oder was? Willkommen zum Gefängnis. Wir sind tatsächlich ziemlich gut ausgestattet. Viele von uns sind auf Patrouille. Wir suchen immer nach Kriminellen. Alles klar. Pervert Bucky Demolition Nose Gym. George. Moment, warum sind wir am Battle mit George? Maybe I should talk to the guard over there first. Officer Shamak.
Pro wird für long enough. Aha. Starboard. That would be mean, but honestly, out of everyone. I feel fighting my name now. Now I need to live with embarrassment. Oh, well, it could be worse. I could have my name without capitals. I got the Guardian Angel and Idol Shade. Ich wurde vor kurzem befördert. Ich hasse aber die Aufgabe. Okay, was auch immer man hier irgendwann später mal tun kann. Keine Ahnung. Ding, 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 ding. Mauzi. Miau. Mauzi, Starter wurden eingetragen. Mauzi scheint hungrig zu sein. Okay, da bräuchte ich ein Poker essen, dann kriege ich vielleicht einen Mauzi. Hier, du dumm falsch gelaufen. Nee. Wir gehen mal lieber hier runter. Gale Wind Hybrid. Ja, das ist ja super. Die Name. Gut, ich habe auch keinen besonderen Namen eigentlich. Eigentlich kann ich mich darüber nicht aufregen, den Namen, ja. Das stimmt. So. Kann ich mich eigentlich wieder in einen besseren Bereich zum Trainieren gehen? War ich da eigentlich schon oben drin? Hoffe ich nicht. Museum of Science. Ja, das ist die beste Location für Pokémon-Geschichte. Oder wie kann ich dir helfen? Erzähl mir mehr über das Museum. Ich möchte. Ja, gut. Like to donate here? Ich möchte etwas spenden. Wir suchen nach diesen fossilen Teilen. Außerdem nach dem Pokédex-Eintrag. Hast du irgendwelche davon? Nein, leider nicht. Also sag mir Bescheid, ob du irgendwelche davon hältst. Old Man Shane. Hey, hey. Schau dir meine Ex-Frau in diesem... Look at my ex-wife in this display case. Schau dir meine Ex-Frau in diesem Ausstellungsding an. What the fuck? Was ist mit dir kaputt? Kann ich mit dir kämpfen? Der Blue war es, das größte lebende Kreatur auf unserem Planeten. Das war nicht immer so. Okay. Beep, 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 beep. Ich habe wieder Abend. Moment, ich wollte mal reingucken, ob ich da irgendwie sinnvollerweise was hier drin mag. So. Geblieben. Du bist 10.000 Jahre davon entfernt, Rocco anzugreifen. Oh, ich stehe das Level nicht. Das ist ja hart. Also, nee, ich bin voll drin. Okay. Hallo. Gute, ne? Das Stein gegen Dings extrem effektiv ist, ist natürlich ungünstig. Geodude. Und Sander. Level 13. Attack. Warte. Achso, deine. Okay. Geschlagen. Bubble. Ist sehr gut vergessen. Okay, das war relativ easy. Verdammt! Lichtjahr ist keine Zeit. Es ist eine Distanz. So, jetzt können wir nochmal kurz heilen. Dann hoffe ich mal, dass ich mit meinem Level 14 Shiggy da was reißen kann.
So. Ich wollte gerade Escape und Speichern drücken. Speichern bitte! So, was muss ich machen? Oh, du bist hier! Ich bin der... Wie hieß denn? Pewter. Ich bin jedenfalls der Arena-Leiter. Mein steinharter Wille ist Zeichen. Zeigt sich auch meinen Pokémon. Meine Pokémon sind alle steinhart und haben Determination. Den Willen zu gewinnen? Ganz genau, meine Pokémon sind alle Steintypen. Bis zum... Was? Will, du forderst mich heraus, obwohl du weißt, dass du verlierst? Das ist die Trainer-Ehre, die dich dazu verleitet, mich herauszufordern. Alles klar. Zeig mir dein Bestes. Ich wusste nicht, was hier das Level ist. Ich vermute mal, du stirbst wieder, Spinnerack. Weil er einfach wieder eine Attacke macht und bist tot. Ja, doch so. Dann. Schiri! Oh, ich hätte einfach Bubble machen können, weil ich Eckloch bewegen. Oh ja, nicht genug. Okay. Shiny Pokémon. Oh, der X. Brauchst noch ein XP. Alles klar, Level up! Bubble! Wow. Alter Schwede! Okay, vielleicht bist du übertrieben mit dem Level? Hier, Schiller kann es werden. Wartop, der ist no excuse. Ich hab's für gegeben genommen und hab verloren. Als Zeichen deines Sieges erhältst du die offene Pokémon-Liga Steinorden. Du hast den Steinorden. Steinorden ist der erste Schritt Richtung Pokémon-Liga. Außerdem erlaubt es dir Blitz außerhalb des Kampfes zu setzen. Natürlich muss ein Pokémon erst Blitz kennen, um es zu nutzen. Außerdem erlaubt es dir die Fähigkeit Kopfnuss außerhalb des Kampfes zu besiegen. Aber ein Pokémon, das Kopfnuss kennt, muss mindestens 150 Happiness haben, um es zu benutzen. What? Manche Pokémon können nur begegnet werden, indem man Headbutt benutzt. Also wenn du einen Pokédex auffüllen möchtest, würde ich dir dazu raten, ab und zu Bäume zu haben, zu Kopfnuss. Der nächste Ziel wird Cerulean City sein, im Osten von hier. Ich wünsche dir viel Glück. Außerdem, geh und besuche meine Kollegen in front of the gym. Am Eingang, wo du einen TM kaufen kannst. Hat dir Dude? Du hast Rocker besiegt. Ich werde dir Bites verkaufen. Pokémon. Geduld. Priorität hat dem Geduld ausgewählt, kann er in 2 Runden lang keine andere Attacke mehr auswählen. Er kann allerdings noch ausgewechselt werden, nachdem Geduld doppelt so viel Schaden wie der Anwender während der Runde erlitten hat. Wenn man Attacke ist, erhält der Anwender keinen Stab, falls er selbst ein normaler Pokémon ist. Geduld ist nicht durch Veränderungen, Genauigkeit und Fluchtschritt beeinflusst und kann Pokémon auch in Vorbereitung zur Runde von Schaufel, Taucher, Sprung, Widerschäden und Fliegen treffen. Die Attacke trifft auf Geist-Pokémon, obwohl die nun die normale Attacke liegt. Aha. Brauche ich nicht. Ich mag Geduld nicht. Ich muss direkt Schaden machen. Es muss klatschen. Hallo, junge Trainer. Ich bin gekommen, um Rocco zu besuchen. Er ist ein alter Freund von mir. Du siehst engagiert aus. Hast du Rocco schon gekämpft? Oh, du hast gegen gewonnen. Das ist hervorragend. Du hast eindeutig den Geist eines großen Pokémon-Trainers. Ich werde dich wieder treffen. Tschüss. Alles klar. So, wir haben Rocco besiegt. Wir können rechts raus. Ich habe es echt übertrieben mit dem Level. Holy shit. Okay, mein Spinnerack ist tot, aber mein Schicki hat mit dem im Boden gewischt, aber sowas von. Wobei, wahrscheinlich viel weniger hätte ich gar nicht mein Schicki zumindest nicht trainieren dürfen. Ja, bitte, danke. Und tschüss.
So, jetzt darf ich nach rechts rausgehen. Achso, denn.